Servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, wieder mal auf der Dürrenroh zusammen mit dem Justin und unseren wandernden Anhängern. Yippie! Guten Tag. Digga, er wandert in mich rein. Und zwar sind wir hier jetzt in der letzten Folge. Deshalb haben wir uns entschieden, wir verkaufen nochmal alles, was wir jetzt irgendwie haben. Das heißt, wir haben hier schon mal vorbereitet den Honig und so. Und dann fahr ich die Eier. Genau, die Eier und den ganzen Schnickschnack. Vergalf mal alles. Was machst du jetzt? Ich muss erstmal kurz gucken, wo der Honig hin muss. Ganz kurzer Cut, vergesst auf keinen Fall dran zu bleiben. Highlights gibt's ab Minute 28. Honig da. Wir wollen zu Supermarkt. Gut. Also Abfahrt. Letzte Folge, das heißt, wir verkaufen jetzt noch alles, das haben wir uns überlegt. Und machen noch so ein bisschen Talk über einfach das Projekt wahrscheinlich nochmal. Genau, so ein bisschen Revue passieren lassen. So ist mal der Plan. Schauen wir mal, was wir davon umsetzen. Ich würde direkt mal damit anfangen und dich fragen, was würdest du sagen, was war dein Highlight an diesem ganzen Projekt? So dieser, der beste Moment, wo du sagst, boah, das war so geil, das würde ich gerne nochmal machen. Ich glaube, mit eins in den ersten Folgen, wo ich rückwärts mit dem Fan 500er den Berg runtergekullert bin. Also Ben, bitte einmal hier nochmal einblenden, damit wir das nochmal auf, damit wir das hier nochmal sehen können. Nein. Ich rutsch. Ich seh's. Ich rutsch. Alter, Ben, das musst du rauskratten. Nein, das sieht euch, das kann ich ruhig drin bleiben. Ich würde sagen, also die großen Häckselaktionen waren natürlich geil und so, aber, also, ja gut, der geilste Moment, den besten, wo ich so sagen würde, eigentlich war das Ganze so geil, weil du halt dich immer so hochgearbeitet hast, immer mehr, immer geilere Maschinen und so, aber der geilste Moment war, glaube ich, als unser Konto so richtig gut gefüllt war, im Verhältnis. Du jetzt weißt du, und so. Weißt du, was aber auch cool war? Der neue Bau mit den neuen Maschinen. Ja, das war echt geil. Ich würde es direkt mal fortsetzen. Was würdest du sagen, war der lustigste Moment? Und da will ich direkt anfangen. Und da würde ich nämlich sagen, dass das bei mir dieser Moment war, wo ich mich beim Häckseln mit dem... Wie heißt das? Mit dem... Ich glaube, das war das Fendt oder schon der Klaas? Wo ich mich dann so runtergerollt habe. Ja, war der Fan. Das war so witzig. Oh mein Gott, Junge. Ich bin mittlerweile auch gut mit dem Ben. Luca, ich glaube, das ist nicht davor gesehen, ne? Ich glaube, da kann gleich Jonas weiter ab. Was soll ich hier sehen? Lass ihn. Jan, lass ihn. Ich weiß nicht, aber ich glaube, das soll nicht so. Mein witzigster Moment, das war leider nicht in der Aufnahme. Nicht? Nee. Da bin ich rückwärts. Also, das war in der Kante. Da bin ich rückwärts mit der Krampe. Oder mit der Fliege von Ben. Mhm. Mit Johnny beim Häckseln rückwärts das Ding runtergekullert. Das Silo. Echt? Ja. Da kann ich mich ehrlich gar nicht dran erinnern. War ich da auch da? Ja. Aber da war ich alleine nur am Silo. Es war auch so geil, dass du am Anfang, du musstest immer so auf die Map schauen und mittlerweile, du fährst einfach hier längs, da längs und weißt instant, wo du bist. Das ist halt diese Routine, die wir jetzt alle drin haben. Ja, ja. Aber, ich freue mich schon aufs Neue. So. Wir sind immer noch nicht durch mit der Planung, kann man dazu sagen. Zumindest zu dem Zeitpunkt der Aufnahme und das ist hier 14. Oktober. Das heißt, in so guten 3 Wochen würde von der Theorie her das neue Projekt losgehen für uns auch. Ja, müssen wir mal schauen. Also ich bin ja schon voll in Planung. Luca nur nicht. Ja. Weil wir da noch ein bisschen was optimieren müssen, wieder mit Texturen. Ne? Ja, genau. Bin mal gespannt, wie das dann wird und so, aber
das ist jetzt, soll nicht Thema sein. Ich muss zwar sagen, es war zwar cool, auch so mit Justin jetzt einen Ruf zu machen, aber irgendwie hat es halt manchmal auch mies abgefuckt, Junge, wenn wir uns dann wieder so angekeift haben. Hatte zwar auch was Witziges, vor allem wenn du dich so aufgeregt hast, aber wenn ich mich aufgeregt habe, war halt für mich überhaupt nicht witzig, genauso bei dir wahrscheinlich andersrum. Du weißt, dass das alles bei mir aufs Herz geht. Ah ja, klar. Herzschrittmacher und so, ne? Ich hab keinen. Aber Bluthochdruck kennst du ja. Ja. Weißt du, was aber auch ein schöner Moment war? Mhm. Wo wir immer bei Jonas gehackt haben, weil das immer so idyllisch war. Oh ja. Und nicht so hyperaktiv oben wie bei Ben. Also ganz ehrlich, was ich ehrlich gehasst habe an dem Projekt, und das wäre dann noch der nächste Punkt, was du am meisten an diesem Projekt gehasst hast oder überhaupt nicht bei geil Ben fandest, Hexen. Das ist einfach das Häckseln bei Ben, weil es immer 3 Jahre lang ging und nie fertig geworden bist und dann so sagen, immer die Hälfte zum Ende angestiegen ist. Ich das nicht machen. Ich werde es nur für eine sehr gute Entlohnung machen. Ja. Und die soll sehr, sehr hoch sein. Aber wie gesagt, am Ende hat sich hier wirklich fast jeder Schritt nur wiederholt. Ja, gerade jetzt so. Gut, jetzt verkaufen wir gerade, aber sonst immer wieder Man, wieder dies, das. Und ja, die Felder, sie gehen halt auch langsam aus. Vor allem gerade die schön geformten. Klar, hier oben bei uns sind noch ein paar Felder, aber ihr wisst ja, wie es ist. Genau. Die Map wird natürlich auch, wenn ich es nicht vergesse, unter der Folge zum Download verfügbar sein. Ne? Ja, Digga, ich habe mich gerade erstmal auf die Seite gelegt. Die Eier sind einfach zu schwer. Alleine, wie lange wir gebraucht haben, um eine vernünftige Mulde zu haben. Oh, bitte fang nicht wieder um. Ja, let's go. Weißt du das noch? Oh weil ja, wir, Digga. Weil wir gesagt haben, die TMK muss jetzt endlich weg. Ja, erst dachten wir, boah, TMK geil, Preis-Leistung, dies, das und dann. Meist weg das Ding. Das Ding fliegt, ist nur umgeflogen. Mhm. Genauso wie Ben sein Bergmann. Es wäre auch cool, wenn ihr mal in die Kommentare schreibt, was ihr davon haltet, dass wir striktere Regeln machen, damit zum Beispiel, wenn Ben wieder eine BGA macht, dass es dann bei ihm nicht so explodiert und wir das irgendwie einschränken. Gut, natürlich auch, dass die normalen Spieler, so wie wir, dann auch ein bisschen eingeschränkter sind. So, keine Ahnung. Aber. Die Schwierigkeitsgrad mal. Ja gut, Schwierigkeitsgrad würde ich eh direkt auf schwer geben, Vollgas. Weil wir mittlerweile so groß sind. Das geht so schnell ja. An sich. Wenn ich mir auch überlege, wir brauchen eigentlich auch ein bisschen mehr Reiz und ein bisschen, wir müssen das Spiel ein bisschen noch anspruchsvoller machen mit Mais Plus mal. Ja. So, für sich im Farming. Wo musst du überhaupt hin mit den Eiern? Fällt mir gerade ein. Eier. Die sollen nicht in deine Hose. Nee, da habe ich schon 2. Ja? Wo ist denn das Restaurant? Ist das hier unten oder ist das oben? Ich glaube, das ist entweder unten oder oben auf dem Berg. Nee, Restaurant ist hier unten. Sehr gut. Glück gehabt. Wenn ich mir auch überlege, wie viele Traktoren ich durchlegt habe. Ja, vor allem du, Digga. JCB. Alle 5 Folgen 9 Traktor im Schnitt. JCB, John Deere 1, John Deere 2. Den Deutz hatten wir ja zusammen. Ja, also ich hatte Fendt 800, dann Fendt 900 und dann Klaas. Ich meine, den Fendt 900, den ich runtergerockt habe. Ja. Weil dir deiner irgendwie nicht gepasst. Oder was war denn da? Weil ich den 800er nicht fahren wollte. Ah, ne, 500er war das. Ja, obwohl den 500er hatten wir ja trotzdem noch. So, ich lade dann mal ab, Justin. Achtung. Ah, warte mal. Ah, cool, ich dachte, das geht jetzt ein bisschen einfacher. Ich die Lage fahren wird schön. Oh mein Gott, wir haben so viel Zeug. Wir haben auch Mischration. Ja gut, Mischration müssen wir jetzt nicht. Ich habe Mischration noch gemacht. 190k. Ja.
Ich dachte, die gehen schnell weg. Also ich bin ja kein Profi, aber ich würde sagen, der Trigger kommt nicht ganz hinterher. Und da müssen die Paletten. Oh mein Gott, das hasse ich an der Netz. Was denn? Die Paletten müssen richtig rumliegen, damit die verkauft werden. Ah. Ist auch so was. Aber wenn man allein guckt, wie Ben angefangen hat. Und dann auf einmal boom. Ja, hat halt gecheatet so. Ja. Ich bin auch am Überlegen, ob wir vielleicht Easy Death runterwerfen, ne? Ja, dass man sowas nimmt, so wie Superhero oder so, wo du dann nur starker Bauern so hast. Das okay, reicht ja. Nur Hard Mode. Ja gut, nur Hard Mode kannst du ja auch über Einstellungen und so. Ja, aber trotzdem. Weiß schon. Also es gibt genug andere. Aber kann man das nicht rausschreiben, dass man sich Geld cheaten kann? Könnte man bestimmt. Aber Ben wird das dann über die Lok machen. Ich weiß gar nicht, wie es über Lok gehen würde. Gibt's da noch ein Alter, Befehl? 363.000 nur die Eier. Ja, das ist geisteskrank. Ey, und ich hab den, wo der Hühnerstall unten war, hab ich die nicht einmal, ich hab die immer an der Seite gestapelt. Ne? Ja, ja. Stimmt, wir haben den Hühnerstall nicht einmal leer gemacht, seit wir den gekauft haben. Glaube ich. Hier steht noch eine Palette Eier. Nee, Honig. Was? Ja, schieb sie mal mit rein. Ja, ich muss kurz abladen. Wenn du eh da bist. Direkt beim Händler drum. Ja, aber ich habe ja den anderen noch oben. Deswegen mach ich es kurz oben. Egal. Zieh die da kurz mit starken Bau rein und dann hast du es. Okay. Kannst kein Drehschirm fahren. Ja. Also doppelt Drehschirme rückwärts für mich dann auch nicht. Ich kann doch einen rückwärts rein drücken und den anderen dann. Nee, es dauert mir zu lang. Weißt du, was ich aber auch immer schön fand? Weil ich immer über Jonas Hof abgekürzt bin. Ja. Das ganze Projekt. Das ist auch was, was ich ein bisschen schade fand, dass halt gerade Jonas nicht so oft Zeit hatte. Ja, aber wie, wenn man mir überlegt. Weil unsere Aufnahmezeiten sind jetzt nicht so surreal, dass man sagen kann, oh, da hat keiner Zeit. Und wir sagen, boah, lass mal Montagabend um 23 Uhr aufnehmen. Nee, 23 Uhr nicht. Während der Schule. Wir haben unter der Woche viel gemacht. Aber auch mal Sonntag. Mainly schon Freitag, Samstag, Sonntag. Ja, aber wenn man mal überlegt, wir haben oft Samstag. Samstag Nacht noch. Weißt du noch? Ja, aber es ging. Und Samstag Nacht bis halb drei hier noch saßen. Ja, okay, das war halt schon geisteskrank. Und zwar, da war ja Jonas und Ben auch noch dabei. Ja. Und dann saßen wir doch auch mal irgendeinen Sonntag bis 23 Uhr hier. Das ist alles möglich. Auf dem Sonntag. War das auf dem Schulsonntag oder? Auf dem Schulsonntag. Echt? Aber ich hatte montags frei. Ah, cool. Ja, alle haben mir lang gemacht. Ich hatte Freunde. Wir haben auch hier viele Höhen und Tiefen im Dingsprojekt gehabt, ne? Immer. Weißt du, wie viel mal unser hier die Map verabschiedet hat? Digga, unser ganzer Hof waren Höhen und Tiefen, Junge. Allein unser Zusammenspiel, wir zwei, ist eine Höhe und Tiefe an sich. Ganz am Anfang die Diskussion über welchen Hauptschlepper. Oh mein Gott, Junge. Ich hab gesagt, kaufen noch vernünftige und kein Fans, aber... Ja, haben wir doch noch Fans gekauft. Ja, diese komischen Plastikbombe hast du gekauft. Ey, du hattest deine 500er, jetzt gib doch mal Ruhe. Der mir am Berg überall abgeschmiert ist. Das ist doch nicht mein Problem. Wo wolltest du den haben? So, wo haben wir denn hier Hafer? Ich erinnere dich auch noch einmal ans Maishexe, ans Hackschnitzelhexen. Hm. Wo du mit den zwei Drehschimmeln geschafft hast, dich auf die Seite zu legen. Ja, ist alles möglich. Mit Rea. Aber
wir hatten auch mal, wir hatten ja auch mal den Fast Track zum Ding, den Deutsch und dann den Nintendo. Wow, 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 wow. Gerade fast die Drehschirme mit Huff auf die Seite gelegt. Wenn man auch überlegt, wie, was auch für eine Revolution Jonas hatte. Größe. Hier oben den Kuhstall, dann die Kuhweide und unten dann nochmal den großen Kuhstall. Also ich glaube, im nächsten Projekt möchte ich gern noch mehr so auf Produktion gehen, weil das kommt im LS, glaube ich, ziemlich kurz. Ja, weißt du warum? Du verdienst damit halt kein richtiges Geld. Es dauert halt, bis du es verarbeitet hast, so. Aber im wenn, dann... Im nächsten Projekt werde ich richtig, richtig meinen kleinen Stil verfolgen. Ich werde nicht groß spielen. Ich mach mal ganz entspannt. Das kann ja jeder machen, wie er will, so an sich. Ey, ich würde auch mal sagen, dass wir alle mal ganz, ganz klein anfangen. Ja, ganz, ganz klein ist ja auch Definitionssache. 3 bis 4 Meter. Auf der Map sind 3 bis 4 Meter, kannst du schon arbeiten. Ich war ja am Überlegen, ob ich 2,5 Meter anfange. Ja, okay. Und ich hab's geschafft, die Drehschirme mit Hafer auf die Seite zu legen, weil ich mit 80 in die Kurven fahren musste. Ding fährt nicht 80. Ich weiß, aber. Wir müssen ja ein bisschen übertreiben. Oh, allein der Zug. Digga, die Zeit, als der Zug nicht da war, war irgendwie sad. Weißt du, allein wie oft wir uns nur über den Zug geärgert haben. Ja, weißt du das noch? Aber es ging. Ben, schneid mal bitte alles vom Zug rein. Alle Zufälls, wenn's geht. Ja, alles. Nein. I like it, KG. Plus, der wird halt auch nicht mehr alles an Rohmaterial haben. Ich musste auch irgendwann anfangen. Wir haben doch alles in den Videos. Ja, aber er hat auch nicht alles reingeschnitten. Habe ich die ganzen Shorts? Ja, könnte sein. Müssen wir schauen. Allein die Bodenwelle hinten im Wald Richtung Bergwiese. Oh. Das Ding ist geisteskrank. Weißt du, dass die Bergwiese mich an Nerven kostet? Oh ja. Allein wenn du dieses Mal beim Mähen da bist, sind 2 Mähkombis, die wir ja damals hatten, ne? Aber du hast dein Ziel durchgesetzt. Was? Eine Weintrauben auf der Bergwiese. Ja. Würdest du KI-Verkehr mal wieder anmachen? Ding nicht ausgemacht, ich bin in der Öffnung drin. So. Dann mach ich das mal kurz. Aber ich hab schon, wie gesagt, beim neuen Projekt genaue Vorstellungen, wie ich das gestalten werde. Was ist denn hier da? Verkehr. An. Genaue Vorstellungen. Ich werde sogar diesmal Mais wechseln. In meinem Stil werde ich Maishexe noch. Ja, ich würde schon auch gern wieder Maishexen und so, aber ich würde es gerne im kleineren Stil. Ich würde es gerne in Grenzen halten, sagen wir so. Ja, ich sag dir so, ich werde 128 PS fahren. Kann ich dir so sagen, oder 150. Und damit möchte ich starten, die ersten 2 Jahre. Boah, das will ich sehen. Und ich werde mir auch keine Videoschlepper holen. Ich werde mir genau 2 Schlepper holen. Okay. Einen großen, einen kleinen. Oder vielleicht trotzdem nur einen. Ich habe mir auch noch so ein Ziel gesetzt, gerade eben für das neue Projekt dann. Ich möchte gerne mir eine Festplatte zulegen. Oder auf Dauer auch meinetwegen 2, auf der dann wirklich jede Folge zu 100% drauf ist. Dass wir gerade dann aus Rohmaterial wieder Zeug raussuchen können, um dann gerade so geile Compilations zusammenzuschneiden. Ja, eine HDD reicht ja völlig. Alleine, ich werde mir dann auch, ich glaube, eine ganz kleine Krampe, die 12.000 Liter Mulde, Bier holen. Weil ich will halt nicht übertreiben. Ich war auch mal überlegen, ob ich dann HD-Ballen mache. Ja, kann ja jeder machen, wie er will. Weil ich gern wieder auf die Basics runter möchte.
Einfach mal entschleunigen. Ich glaube, ich werde Quaderbein machen und dann. Ja. Grundbein hatten aber auch was. Hatten schon was, aber zum Stacken sind die halt nicht geil. Ach, Digga. Warte mal. Oh mein Gott. Weißt du, was du sogar mit den Mini-Quaderbeinen. Du kannst sie ja zusammenpressen in so ein großes Bündel, ja. Ne? Und Mais Plus hat dann auch nochmal einen Wickler, bei der großen Bündel pressen kann. So, kurz mal. Wickeln kann. Naja. Digga, ich bin jetzt extra hier runtergeeilt, jetzt miete ich auch noch kurz den Zug, ist mir jetzt egal. Wofür? Ja, ich hab gedacht, das wäre ein Abladetrigger, aber Hoodville ist einfach der Nachbarort und da musst du mit dem Zug hinfahren. Ja. Das habe ich nicht direkt gecheckt. So, welches ist jetzt hier Zugladepoint? Komme ich da hin? Abgibseite U. Weißt du noch, wo wir nur die zwei großen Drehschemel hatten? Diesen schweren Zug. Nö. Diesen großen schweren Zug. Ah, die Brandner oder was das waren? Ja. Wir hatten ja Brandner, dann hatten wir ja noch die Belger und dann jetzt die Straudner. Mhm. Ich schicke jetzt gleich mal den Klaas kurz eigenständig hoch. Oh, was ist denn hier? Korn. Mal auf die Luzi. Wie viel Gülle wie viel Güllefässer anleihen wir hatten? Hm. Zwei Stück. Alter, wie viel Kohle wir jetzt haben schon. Mhm. Digga, ich überlege gerade, ich habe ja auch während Dürenrot übel viele Hardware-Upgrades gemacht. Was denn? Also vor Dürenrot war das ja schon erst neuer PC, dann ist Dürenrot irgendwann losgegangen. Dann habe ich mir, ich überlege gerade, habe ich Dürenrot noch aus dem Keller aufgenommen zu Beginn? Nein, der PC war schon. Stimmt, ich hatte ja schon 9. Dann habe ich, gut, das hat man in Dürenrot nicht gemerkt, habe ich eine Cam geholt. Dann habe ich Headset gewechselt. Jetzt habe ich auch noch Monitore gewechselt. Ich brauche unbedingt ein neues Headset, ich meine, es ist immer noch so durchgebrochen. Ich habe schon das nächste für mich in Aussicht, aber das Upgrade lohnt sich halt gerade noch nicht. Ich habe immer noch das durchgebrochene Headset oben. Ich habe das mit Panzertape immer noch gepflegt. Ich glaube, ich hole mir als nächstes das Corsair Haas 80 Max. Ich glaube, ich bestelle mir wieder das Kraken. Ich habe ja gerade schon ein Corsair Haas 80, aber das Haas 80 Max ist halt nochmal geiler. Warum? Mehr Akkulaufzeit, kann auch Bluetooth jetzt und größere Reichweite. Ja, und hat Sound-ID, also Custom Equalizer, auf dein Bedürfnis angepasst. Also kannst du jetzt, wenn du auf den Pod gehst, mit uns trotzdem noch reden? Das könnte ich theoretisch jetzt auch schon, wenn unsere Wände nicht so dick wären. Also ich habe ja immer noch das gebrochene Kraken von Razer. Ja. Ich bin mir auch immer überlegen, ob ich mir das Kraken nochmal bestelle, weil es relativ gut war. Holst du auch noch Sorghum, dann haben wir es fast weg. Took the long road, thought I'd be better on my own. Sometimes what's right is wrong.
Also, da machen wir mal kurz einen Cut und überschlagen mal alles, was wir hier noch haben an Materialien und schieben das mal auf unser Konto drauf. So, wir haben jetzt alles verkauft, was wir noch irgendwie hatten, beziehungsweise das verrechnet. Und das ist jetzt unser Endbetrag, den wir noch haben. Also, wir haben Maschinen behalten, Tiere behalten, Gebäude behalten. Aber sonst alles, was wir sonst an Waren hatten, haben wir verkauft und sind so auf diese 406.000 gekommen. Was ich aber nicht weiß, könnten wir zurückzahlen. Wir haben noch nicht mal unseren Kredit zurückgezahlt. Wollen wir das noch tun oder wollen wir es einfach so stehen lassen? Wir lassen es so stehen. Okay. Ja, ich würde sagen, das sind jetzt so die letzten Momente auf der Karte. Das waren jetzt insgesamt, die Karte bespielt wurde von uns, 240 Stunden. 340. Ne, 240. Und du musst es geben, das sind einfach 4 Tage durchgehend, 24/7. Das ist einfach geisteskrank, was wir hier gemacht haben an sich. Gut, es gibt vielleicht andere Projekte von anderen YouTubern, die mehr bespielt wurden, aber guck mal, wie groß unser Channel ist. Guck mal, wir sind nur zu viert, wie oft wir ein Video bringen. Dafür. Für ein Jahr eine Karte lang gespielt eigentlich. So, dass jeden Sonntag ein Video kam. 240 Stunden. Wir haben ja auch nur am Video geguckt. Jetzt sag ich mal, dass wir eine Folge in der Woche oder so was machen. Und das alles zusammen mit dem orangen Haarmännchen Justin. Ja, sie sind blond. Also bei mir sind die orange. Ist auch egal. Ich würde sagen, aber bevor wir das hier jetzt einfach so enden lassen, gibt es hier nochmal jetzt so die besten und geilsten Momente, die Ben für uns noch gefunden hat. Und hat sie nochmal für euch zusammengeschnitten, damit ihr nochmal lachen könnt. Ich würde sagen, wir machen den Rest noch offline fertig. Justin! Was denkst du denn noch da drin? Ich weiß es doch auch nicht.
jetzt zum Ende dieses eigentlich absolut geilen Projekts. Wir sind jetzt bei 3000 Abos. Ich glaube, Dürrenhut. So, jetzt weiß ich, was ich mach. Haben wir so mit 400, 500 Abos angefangen oder so, Dürrenhut. Ich weiß nicht genau. Auf jeden Fall ist es geisteskrank explodiert seitdem. Okay. Ja, das ist jetzt der Baum, den Justin die ganze Zeit abgefuckt hat und der Baum für das Ende des Projekts. Weißt du, warum der mich abgefuckt hat? Immer beim Dreschen kam ich hinten gegen. Sobald dieser Baum fällt, ist das Projekt offiziell beendet. Und so sieht das Projekt aus, nachdem es beendet ist.